Wunderschönen guten Morgen, Leute. Heute werde ich euch ein Video zeigen zu dem Thema Frühstücken mit meiner Familie. Ich werde jedes einzelne Familienmitglied vor die Kamera holen, zeigen, was wir so essen oder besser gesagt zu uns nehmen morgens, um euch maximal zu motivieren, euch gesund zu ernähren und ein aktives Immunsystem zu haben. Leute, es geht in diesen Zeiten da draußen jetzt darum, sich zu stärken, sich zu kräftigen und gesund in den Sommer zu gehen. Ihr werdet dabei viele neue Geräte, viele technische Sachen sehen, viele Superfoods etc. und meine Küche. Und deswegen werde ich ein nächsten Video machen, wo ich euch komplett meine Küche zeige. Ich zeige euch, wie man eine Rohkostküche einrichtet, was es für Utensilien bedarf, wie man möglichst einfach und kostengünstig auf ein ganz hohes Energielevel kommt, gepaart mit Sprossen, gepaart mit Wildkräutern und mit allem, was die Natur zu bieten hat, gibt es heute einige super, super Foods, wie zum Beispiel diese Kategorie hier, die zu erwähnen sind, damit ihr maximal in eure Kraft und in ein goldenes Zeitalter kommt, Leute. Denn wenn ihr es nicht macht, macht's keiner. In diesem Sinne, Leute, seid gespannt auf ein tolles Video mit mir und meiner Familie. Bis gleich. Hallo ihr Lieben, heute sind wir ganz privat bei Mr. und Mrs. Raw zu Hause. Wir haben ein Junggeborenes, ein Baby, wollen euch zeigen, wie ihr Babys versorgt, wie ihr aber auch euren Nachwuchs versorgen könnt, mit gesunder Ernährung, mit Superfoods und mit allem, was wir dazu brauchen. Deswegen habe ich meinen Schatz hier dazu ermutigt, ein kleines Video zu machen. Es ist früh am Morgen, wir sind nicht aufgestylt, wir sind in einem ganz privaten Rahmen. Deswegen konzentriert euch auf die Facts, konzentriert euch auf das Wesentliche, nämlich das, was du nimmst, Schatz. Fangen wir doch mal an. Du hast eine sehr gesunde Schwangerschaft hinter dir, du hast ein sehr gesundes Neugeborenes. Wir stehen immer unter Kritik, weil wir vegane, rohköstlich unsere Kinder ernähren. Ja. Glauben manche, wir sind in der Unterernährung und in der Fehlernährung. Dabei ist natürlich genau das Gegenteil der Fall. Wir sind voller Energie. Wir haben zum Glück den Viva, mit dem wir uns regelmäßig durchscannen. Da wissen wir auch ganz genau, welche Nährstoffe fehlen. Es gilt natürlich, verantwortlich umzugehen. Wenn man schon auf Fleisch und Milchprodukte verzichtet, dann muss man, alle müssen es grundsätzlich, aber erst recht dann muss man gucken, was braucht der Körper, wie kann ich das integrieren. Das haben wir gemacht. Das heißt, wir haben mich während der Schwangerschaft gescannt und haben aber auch einen Plan gemacht, den man grundsätzlich braucht. Auch schon vorher. Also ich habe ja schon vorher immer regelmäßig Scans gemacht, alle 3-4 Monate. Und ja, also morgens fange ich, das ist meine Morgenroutine. Wie die meisten vielleicht wissen, ist Boxhornklee ganz gut für die Milchproduktion. Und da haben wir unser Produkt New Hairs, wo ganz viel Boxhornklee drin ist. Ganz das genau. Hat nämlich den Nebeneffekt, dass die Haare sprießen. Boxhornklee, ja, hat den Nebeneffekt. Also deswegen nutzen wir es ja für New Hairs, aber ich nutze es halt hauptsächlich jetzt wegen der Muttermilch. Es lässt die Haare sprießen. Davon habe ich jetzt genug auf dem Kopf, aber gut, ich habe keinen Haarausfall wie die meisten stillenden Frauen. Ja, das kann man wirklich betonen. Also du hast eine richtige Mähne. Ich mache dann immer so nach Gefühl rein. Dann verrühre ich das meistens schon mal, weil sonst klumpt es etwas. Genau. New Hairs haben wir mit Glycin gemischt, das heißt, es schmeckt süßlich, sonst schmeckt der Boxhornklee sehr, sehr bitter. Der Boxhornklee hat ein wunderbares Mittel, um die Brustmilchqualität zu steigern, aber auch um Haarwachstum anzuregen, also das ist perfekt. Wir haben hier natürlich noch ein paar andere klasse Sachen rein, Brennnessel, Moringa, ganz viele andere Sachen wie MSM, Magnesium und Vitamin C. Das heißt, sie hat alles, was wir hier nochmal explizit zusätzlich nehmen, hat sie da schon drin. Erzähl, wie geht's weiter, Schatz? Also, dann nehme ich meistens nochmal mein Vitamin D3 und K2. Ich nehme dann immer so eine Pipette und gebe dann jetzt alles sozusagen rein, wie Platin. Platin, ganz wichtig für, wieso wird Platin in PCs und Laptops verbaut? Das beschleunigt die Informationsübertragung, steigert die Denkleistung. Gold. Goldenes Zeitalter, Leute. Wir reden immer vom goldenen Zeitalter, aber macht's doch einfach wirklich wahr. Nehmt jeden Tag einen Tropfen, hier sind 1000 Tropfen drin. Das reicht also 3 Jahre, Leute. Ich bitte euch, einmal 80 Euro, 3 Jahre Gold, 3 Jahre hohe Intelligenzlevel. Und gesunde Kinder. Gold kann außerdem als Joker ganz, ganz viele Enzymaktivitäten im Stoffwechsel übernehmen und kann für ganz, ganz viel einspringen, wie unter anderem für Magnesium. Magnesium Remac ist wie die ionischen Mineralien ein Magnesium, was zu 99% aufgenommen wird, wie hier das Eisen zum Beispiel. Alles andere, was ihr so kauft, ist extrem unterdosiert. Wie läuft es bei dir, mein Schatz? Alles gut? Ja, ich gebe das gerade mal alles hier rein. Alles gut. Eisen, ganz wichtig. Die meisten Frauen während der Schwangerschaft, die haben ja schon hohen Eisenmangel. Meiner war, naja, ich habe dann angefangen, ein bisschen höher zu dosieren, auch mit Spirulina und Chlorella. Genau.
So, Omega 3 nehme ich so. Nimmst du dann, während du die Chlorella kaust. Genau. Ganz wichtig, Omega 3 wird gut aufgenommen, wenn die Fettverdauung an ist. Die Fettverdauung ist an, wenn wir zumindest etwas Chlorella kauen. Chlorella hat natürlicherweise schon Omega 3, hat Astaxanthin, hat Q10, hat Vitamin B12, hat Omega 3. Also alles die Supernährstoffe, die wir einzeln isoliert so zu uns nehmen und davon essen wir hochdosiert, dann brauchen wir den Rest nicht, außer Omega 3, weil es ganz wichtig ist für die Hirnentwicklung. Es gibt viele Studien, dass die Kinder intelligenter werden, das Nervensystem besser ausgewickelt, stressresistenter etc. Und natürlich die Mutter bleibt auch gesund. So, ich trinke jetzt erstmal, damit ich den Rest nochmal zumischen kann, weil ich muss noch die grüne Lichtkraft. Ja. Die nehme ich auch noch. Oh, aber dann trinke ich nochmal ein separates Glas. Du hast es jetzt grüne Lichtkraft genannt, obwohl es tatsächlich ist, es ist grüne Lichtkraft, aber wir haben jetzt unter Eigenlabel ja. Grassaft von Mr. Raw, Leute. Das ist Lebenskraft pur. Das ist genauso wie das hier, was der kleine Mann macht. Lernt eure Kinder gleich, wie sie mit so einem Entsafter umgehen. Ja? Das macht Spaß am Freude am Morgen. Wir trinken einen frisch gepressten Lichtkraft mit etwas Grün aus dem Bioladen, Demeter-Qualität und etwas Wildkräutern draußen und ergänzend mit Sprossen, Leute. Das ist Lebensqualität. Seht ihr das Licht da drin, Leute? Seht ihr die Vitalität? Hier haben wir Alfalfa-Sprossen, Mungbohnen-Sprossen. Alfalfa könnt ihr viele zischen. Guckt mal, was da rauskommt. Ne? Ich spritze das regelmäßig. Guckt euch das an, Leute. Das ist das, was rauskommt an Schleim und Giftstoffen, Antinährstoffe. Das, was ihr in euren Nüssen habt, wenn ihr Nüsse esst. Ganz wichtig, schaut euch die Mr. Warrow Videos an. Oh, das ist natürlich ein geheimes Thema hier. Jeden Tag essen wir mehrere Sticks. Dazu wird in den nächsten Wochen noch einiges kommen. Hochdosierte kolloidale Mineralstoffsticks dürfen bald angeboten werden. Okay, Schatz, wie geht's weiter? Ja, das nächste Getränk. Also ich trinke das jetzt erstmal. Lass mir mal 10 Minuten Zeit. Das ist nämlich auch ganz und wichtig. Man sollte ich mache es meistens im Sitzen. Jetzt ist es gerade hier ein bisschen blöd, sonst setze ich mich hin und trinke das mit 10 Minuten Zeit. Das solltet ihr euch auch vielleicht mal nehmen. Vornehmen. Weil dadurch die Niere und die Leber nicht belastet werden und die Organe mit Wasser richtig versorgt werden und nicht nur durchgespült, ne? Ja, okay. Wie geht's weiter? Was nimmst du sonst noch? Ja, also wie gesagt, ich muss jetzt das Getränk mit Grassaft machen. Grassaft, super Nährstoffquelle, hat ganz, ganz viele Enzyme und ist sehr reich an diversen Mineralien, genauso wie Chlorella. Also Grün muss immer dabei sein, auch wegen dem Chlorophyllgehalt. Chlorophyll ganz wichtig für die Entwicklung der Neugeborenen und daraus bestehen wir und unser Blut. Die Grundlage ist natürlich Vitamin C, Vitamin damit C wir überhaupt alles aufnehmen können. Ganz genau. Und es ist der Klebstoff von Kollagen. Ihr habt alle Kollagenprobleme. Ihr wollt alle aufbauen, ihr wollt eine schöne, gesunde Haut haben. Dazu muss man wissen, dass Kollagen besteht aus Hyaluronsäure, Vitamin E, Vitamin C als Klebstoff und noch einigen anderen Bestandteilen, Vitamin E zum Beispiel. Und Vitamin E haben wir, ganz wichtig, hier in dem Vitamin D3, du hast nämlich nur D3 erwähnt, aber wir wissen spätestens seit Professor Schwitz, dass D3 auch E und A als Kofaktoren braucht, um Retinol zu bilden. Dieses Vitamin D3 hat 5000 pro Tropfen, wir nehmen davon 10 Tropfen, da haben wir 50.000 am Tag. Und was ich auch benutze, ist in meiner Morgenroutine morgens ist die Bodylotion von uns. Und da ist auch ganz viel Vitamin E drin. Stimmt. Also auch für die Rückbildung von der Haut ist Zeig mal deinen Bauch. Dürfen wir deinen Bauch sehen? Wir sind erst ein paar Wochen nach der Geburt. Schaut euch mal diesen Bauch an, Leute. Ja, schwanger noch gewesen und der Bauch, ihr wisst, wie eine Schwangerschaft aussieht, Leute. Das ist unglaublich. Wie ist das in der Natur umsetzbar? Wir machen dazu noch ein C-Wave-Video in den nächsten Tagen, wo wir mal zeigen, was da natürlich dazugehört. Ernährung ist 80%, Bewegung ist Minimum 20%, ich würde sogar sagen ein bisschen mehr, aber die Ernährung hier, das ist das Geheimnis. Deswegen zeigen wir es euch auch. Wenn ihr gesunde Kinder haben wollt, wenn ihr einen gesunden Körper haben wollt, nehmt einfach die Sachen hochdosiert. Mindestens 3 Kapseln Magnesium, 7. Magnesium hat verschiedene Formen, das heißt, Gehirn braucht ein anderes Magnesium als die Knochen. Deine Gebärmutter braucht ein anderes Gehirn, Magnesium als deine Darmschleimhaut. Und deswegen gibt es mindestens 7 verschiedene Magnesiumverbindungen, die man aufnehmen sollte. Kombiniert mit REMAC. REMAC ist der absolute Magnesiumhammer. Ist sogenanntes Picometa-Magnesium. Ganz neu von Dr. Dean. Pico Ionic Minerals. Das Zeug ist einfach der Hammer. Da reichen 2 Teelöffel am Tag und man ist sehr, sehr gut versorgt. Dann haben wir dich gescannt und haben gefragt, Lysin fehlt. Lysin, ganz wichtig für die Zellmembran. Wieso fehlt Lysin? Weil wir die ganze Zeit in der Nähe von so scheußlichen Sachen sind. Das ist ein Tablet. Da ist natürlich ein Chip drauf, etc. Aber trotzdem strahlt es uns an. Strahlung zerstört unser Zellgewebe, Zahlung zerstört unsere Zellmembran und Lysin ist ganz wichtig. Lysin ist auch wichtig, um aufzubauen. Muskelmasse, Gewebe, es ist eine von essentiellen Aminosäuren. Ja. Nehme ich die Sachen? Genau. Wie viele Chlorella nimmst du so? Schon immer so 30, 40. Also so eine komplette Handvoll. Genau. Jetzt ist gerade ein bisschen schwierig, jetzt ich bin klein im Arm. Wir glauben dir das, Es ist ganz wichtig, Chlorella macht schöne braune Haut, weil da ist Astaxanthin drin. Astaxanthin wird aus diesen Chlorellas gewonnen, ja? Also für alle, die hochdosiert einzelne Sachen nehmen, macht das überschaubar, Leute. Macht das systematisch und macht das vernünftig und nehmt die wichtigsten Sachen in hoher Qualität und da habt ihr Ruhe. Müsst ihr nicht so viel nehmen, nehmt das 2-mal am Tag, am besten morgens gleich auf einmal. Da habt ihr zelluläre Sättigung, das heißt eure Chemorezeptoren im Magen, die können die Nährstoffdichte messen. Nur einmal Zucker. Zucker? Nur einmal Zucker am Tag, ja? Ja.
Okay. Einmal kam Zucker am Tag, ihr hört's, Leute. Man kann den Kindern nicht alles verbieten, wenn da mal ein Keks dabei ist und dann sowas aufgenommen wurde, dann ist das kein Problem. Aber wenn nur Kekse dabei sind und nur glutenhaltige Getreide, Brot, Brötchen, die Kinder essen ja heute fast nur noch Reis, Nudeln und irgendwelche stärkehaltigen Sachen. Alles andere essen sie kaum mehr. Ja? Okay, was hast du noch zu bieten? Also, wo waren wir jetzt stehen? Mit Vitamin C habe ich jetzt eingenommen. Chlorella nehme ich gleich, wenn ich meine zwei Hände wieder frei habe. Ich habe hier alles eigentlich jetzt drin. Das nächste Getränk, was ich mache, ist die Grassaft, das Grassaftgetränk. Und da mache ich immer auch so ein Riesenglas, halbes Glas mit warmem Wasser, also lauwarm, und das restliche kalt. So wird besser aufgenommen. Genau. So, jetzt haben wir eigentlich alles. Super, danke schön. Ja, also ihr wollt gesunde Kinder, eine gesunde Familie, Leute. Versorgt die Kinder früh. Ich werde euch jetzt sagen, was wir hier um den 3,5 bis 4-jährigen Kind morgens noch geben, zusätzlich zu diesem Gemüsesaft. Also bleibt dran, Leute, wird eine ganz, ganz spannende Sendung. Ihr werdet viel, viel lernen. Schön, dass ihr dabei seid. Danke dir, mein Schatz, und bis gleich. So, hallo Freunde der Sonne, zur nächsten Sendung mit meinem kleinen Amaru. Und zwar, Amaru wollte unbedingt ein Video machen. Er sieht die Papa immer mit der Videokamera und sagt, hey Papa, ich will den Leuten zeigen, was ich morgens zu mir nehme. Der Kleine ist jetzt 3,5 Jahre alt, wir haben ihn roh vegan ernährt, die Mutter in der Schwangerschaft sind sehr viele Superfoods genommen. Amaru, was nimmst du denn alles morgen? Komm, wir fangen mal an. Was ist das? Wie heißt das? Stick. Das ist was? Stick. Ein Stick, ganz genau. Das ist ein hochdosierter kolloidaler Mineralstoffstick. Wir aktivieren den jetzt mal. Und zwar drückt man den so zusammen. Den kriegt ihr bald hier drunter dem Video. Zack. Und jetzt aktivieren, gell? Was machen wir? Aktivieren. Der Kleine ist sehr aufgeweckt, sehr geistreich, sehr liebenswert, hat ein großes Herz. Wir haben ihn noch nie mit Fleisch ernährt oder sonstigen. Wir geben ihm keinen Zucker und versuchen sehr darauf zu achten. Natürlich ist die Welt da draußen nicht frei von solchen Einflüssen, deswegen kommt das hin und wieder. Und ich habe eine Riesentorte gegessen. Aha, da kommt das vor, dass man auch mal ein Riesenstück Torte isst, etc. Deswegen ist es wichtig, morgens vorzusorgen. Morgens nehmen wir deswegen die wichtigsten Mineralien und Superfoods. Hier drin enthalten ist kolloidales Lithium, kolloidales Eisen. Kolloidal, ist es schon warm? Okay, dann nehmen wir den jetzt mal. Baobab und verschiedenste andere Vitamine und Mineralien. Vor allem aber die Basics wie Selen, Silizium etc. So, jetzt machen wir es auf und du darfst ihn in den Mund nehmen. Aufpassen, ganz genau. Lecker? Sehr gut. Ja. Außerdem ist da Gold drin und ein paar andere wichtige Edelmetalle, die die Konzentration und die Leistungsfähigkeit sehr steigern. Leute, es ist ganz wichtig, eure Kinder früh mit super Ernährungsmitteln zu versorgen, denn ihr züchtet sie sowieso. Alles ist eine Form von Zucht. Deswegen könnt ihr es auch bewusst machen. Ihr könnt sagen, hey, ich sehe das wie eine Pflanze, wie ein Lebewesen, das ich bei der Entwicklung unterstützen kann, wo ich einen perfekten Nährboden kleben kann. Und Alexis Carrel hat gesagt, wenn eine Zelle, die haben eine Hühnereizelle, Gold, okay, nehmen wir Gold. Du darfst nehmen. Okay. Ja, Gold ist als nächstes dran. Also, wenn man eine Hühnereizelle in einer Petrischale züchtet und der Hühnereizelle immer wieder eine Lösung gibt, in der alle Nährstoffe enthalten sind, konnte die Hühnerzelle 30 Jahre erleben halten. Also, Zelltod war ausgeschlossen, wenn alle Nährstoffe da sind. Was, wenn wir den Kleinen hier und uns selbst eine so gute Nährstoffversorgung geben, dass wir tatsächlich, kann ich auch haben, macht Papa auch im Mund. Ich nehme das natürlich immer gleich mit. Das ist natürlich wichtig, dass ihr als Eltern auch vor, als Beispiel vorangeht. Ihr könnt keine Schokotorte im Schrank haben und den Kindern verbieten, das Schokolade zu essen. Okay, das reicht. Komm schon. Ganz wichtig, wir empfehlen das nicht zur Einnahme. Das machen nur wir hier vor der Kamera. Denn diese hochdosierten Sachen sind nur für Maschinen geeignet. Okay, was nehmen wir noch, mein Schatz? Wie heißt das? Was ist das? Omega-3? Omega-3. Nochmal, wie heißt das? Omega-3. Omega-3, richtig. Wieso ist Omega-3 wichtig? Für die Gehirnentwicklung. Deswegen nehmen wir Chlorella. Wie heißen die? Chlorella, ganz genau. Wir nehmen ein paar Chlorella, machen die hier in das Becherchen rein. Das ist wichtig jetzt wieder für euch. Um Omega-3 aufnehmen zu können, muss die Fettverdauung angeschaltet werden. Die Fettverdauung geht an, wenn er das in den Mund hat und etwas darauf rumkaut. Und dazu nehmen wir Omega-3. Das machen wir jeden Morgen. Wir haben ein Ritual. Heilige Rituale sind sehr, sehr wichtig. Für Kinder, aber auch für euch, Leute. Der Körper ist hochintelligent. Er stellt sich auf die Zeit ein, an denen die Superfoods nimmt und sorgt dann für eine optimale Absorption. Wenn er weiß, er kriegt jeden Morgen reich. Danke. Wenn er weiß, er kriegt jeden Morgen, ja, er hat jetzt hier 15 Milliliter Omega-3. Das ist sehr, sehr viel für seine frühkindliche Entwicklung. Aber gut, wenn der Körper sich darauf einstellt, sehr, sehr gut. Und Chlorella auch mitnehmen. Chlorella.
Ja. Also, wenn der Körper jeden Morgen um 9 Uhr, jetzt vor Kindergarten, wir gehen gleich in den Kindergarten, das ist circa 9 Uhr, wenn er um 9 Uhr immer seine Superfoods bekommt, dann stellt er sich darauf ein, dass er zu dieser Zeit optimal diese Nährstoffe aufnehmen kann. Der Körper ist hochintelligent. Was ist, wenn ihr ihm 2 Tage hintereinander nicht die Superfoods gibt? Dann wirtschaftet er mit dem, was er hat und baut nicht aus. Aber er soll bei ihm ein neues Gehirn bauen, neue Haare bauen, neue Knochen bauen. Er soll mit den Nährstoffen arbeiten. Er ist wie euch. Wenn ich euch jeden Morgen 5.000 Euro vom Bankkonto überweise, repariert ihr euer Haus oder nicht? Ihr repariert euer Haus. Ja? Und das ist das Schöne, ihr kriegt Dankbarkeit zurück. Stellt euch vor, eure Eltern hätten euch so gesund erzogen. Irgendwann sagt ihr, Mama, Papa, ich liebe dich. Du hast mir immer so viele Superfoods gegeben. Guck mal, was ein nettes, liebevolles, intelligentes Wesen ich geworden bin. Das hat auch mit dir zu tun. Ich danke dir, mein Schatz. Klar, Chlorella hat Q10. Chlorella hat alle essentiellen Aminosäuren. Der Kleine ist im Wachstum. Chlorella hat Glutathion. Chlorella hat Omega-3. Und jetzt geht weiter. Was nehmen wir noch? Dazu nehmen wir direkt Vitamin D3 plus K2 in den Mund. Weil wenn die Fettverdauung angekurbelt ist, dann wird Vitamin D3, K2, E und K auch besser verdaut. Und los geht's. Höher halten. Und los. Sehr gut. Vitamin Power. Papa macht natürlich auch gleich eine Runde. Ja? Also macht die Sachen schnellstmöglich leer. Die nehmen zwischen 30 und 50.000 Tropfen am Tag. Das ist Gold. Gold. Gold steigert den IQ. Ihr wollt intelligente Kinder. Dann passt mal folgendes Rechenbeispiel auf. Also eine Flasche Gold kostet 80 Euro, es sind 1000 Tropfen drin. Ein Tropfen am Tag reicht, andersrum. Sehr gut. Ein Tropfen am Tag reicht, um den IQ zu steigern. Ein IQ-Punkt bringt am Ende des Lebens 18.000 Euro mehr Gehalt, was das Kind verdient. Ihr könnt euch ja also überlegen, sollt ihr euer Kind, soll es wohlhabend sein und intelligent, oder? Und ihr investiert mal 90 Euro. Und gibt ihnen jeden Tag einen Tropfen, das hält dann schon 3 Jahre. Hier sind 1000 Tropfen drin, Leute. Ein Tropfen, 90 Euro. So, das hatten wir schon, D3. Wir nehmen noch zusätzlich K2. Weil K2 ganz wichtig für die Kiefer- und die Knochenentwicklung des Kindes ist. Nehmen wir das so? Ich mach. Okay. Sehr gut. Oh, nicht so viel. Lecker. Okay, und jetzt Transferfaktoren. Transferfaktoren, Leute, ist sein Lieblingsessen. Transferfaktoren sind die Immunregulatoren, von denen ich öfter schon geredet habe. Diese Transferfaktoren, das ist ein bisschen viel, die essen wir. Das heißt, ihr seht hier euch die Kapseln hier an. Wie kauen die aber? Jetzt hast du alle gemacht. Dann nimmst du ein paar aus meiner Hand und dann essen wir die. Ja. Also diese Immunregulatoren regen ganz stark das Immunsystem an und führen dazu, dass euer Kind eigentlich nicht krank wird. Und zusätzlich, nein, was soll das? Okay, und zu guter Letzt Sticks, Mineralien-Sticks, wo sind sie? Yes, 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 ein für dich und eine für mich. Und zwar, diese Sticks gibt es auch bald. Da ist Lithium drin, Gold drin, Selen drin, Silizium, Kupfer, Eisen, die wichtigsten Mineralien, die wir so brauchen. Und die aktivieren wir jetzt. Komm, wir aktivieren zusammen. Dein zuerst. 1, 2, 3 und los. Okay. Leute, versucht eure Kinder gleich an solche Sachen zu gewöhnen. Wir machen das seit der Geburt und sie macht das auch mit dem Baby. Vielleicht schaffe ich sogar danach hier das Video mit dem Baby anzuhängen, dass ihr seht, was wir auch dem Baby geben. Das ist eigentlich genau das gleiche Programm. Meine Frau nimmt es jetzt gerade, weil sie stillt, und wir geben es auch dem Baby schon in seinen Mund rein. Dann hat er, ja? Die Zunge tut weh. Die Zunge tut weh. Ah, vom Kauen? Mhm. Und er trinkt Milch. Ja, genau. Ja? Das tut weh für ihn. Das tut weh. Wir haben den Kleinen komplett vegan erzogen, glutenfrei und zuckerfrei. Und das merkt man, ja. Das heißt, er ist nicht nur körperlich und geistig. Jetzt ist deiner. Ja. Geistig sehr warm. Sondern er ist auch sehr ausgeglichen. Mach mal warm. Und den mach ich warm. Soll ich aufmachen? Ja, und deiner ist noch kalt. Meiner ist noch kalt. Ja, da hat jetzt eine chemische Reaktion stattgefunden. Und die nutzen wir jetzt und haben kolloidale Mineralien, ja. Vitamin C. Etc. Lecker. Also, da ist Vitamin C drin. Kamu Kamu und Baobab. Okay, und jetzt gibt's eine. Okay, wollen wir Papa den nächsten Gefallen tun? Ja. Wir nehmen, wie heißt das? Ich zeig's mal in die Kamera. Sieht man ja. Jod.
Jod. Jod. Ich gebe dir 3 Tropfen in den Mund, das passt sehr gut zu. So ihr Lieben, jetzt zeigen wir euch jetzt, was wir zum Frühstück essen. Und zwar beginnen wir mit Transferfaktoren. Transferfaktoren, ganz wichtig für jedes Immunsystem. Willst du einen haben, mein Schatz? Okay, ich hole dir einen raus. Wir frühstücken immer das Gleiche. Das heißt, morgens erstmal Transferfaktoren. Was nehmen wir danach? Jod. Sehr gut. Jod, ganz wichtig für die Hirnentwicklung von Kleinkindern, Erwachsenen, Frauen, Menschen, Männern, egal wem. Du brauchst Jod in deiner Prostata, du brauchst Jod in deiner Gebärmutter, du brauchst Jod in deinem Liquor, in deinem Hirnwasser und Jod steigert den IQ. Und jetzt passt auf, wenn ihr wollt, dass euer Kind erfolgreich und glücklich im Leben ist, ist ein hoher IQ sehr wichtig. Es gibt leider heutzutage Studien, die sagen, Leute, die sehr viel wissen, Leute, die mehr Informationen haben, leben länger. Also der größte Faktor heutzutage ist Bildung und Wissen für Langlebigkeit, sagt Professor Spitzer, eine führende Neurowissenschaftler und Hirnforscher. Und er sagt, hört euch das mal an, ein IQ-Punkt mehr bedeutet 18.000 Euro mehr Verdienst am Ende des Lebens. Das heißt, wenn ihr wollt, dass euer Kind möglichst viel verdient, gebt ihr ihm viel IQ mit auf den Weg. Jod steigert nachweislich den IQ und deswegen nehmen wir eine Pipette. Ich will. Okay. Okay, danke. Papa auch? Gut. Was nehmen wir noch? Gold. Oh, wieso Gold, Leute? Gold steigert die IQ um 20 Prozentpunkte, wenn man es täglich nimmt. Es hat natürlich auch noch viele andere gute, sehr, sehr gute Effekte. Zum Beispiel, dass es als Joker wirken kann im ganzen Immunsystem. Chlorella. Wieso machen wir Chlorella da rein? Weil dadurch wird die Fettverdauung angekurbelt. Wenn wir jetzt Chlorella mit Omega-3 mischen, Chlorella hat von Natur aus Omega-3 und er will es immer, dass wir das Omega-3 da reinmachen. Nicht zu viel langsam. Ja. Reicht? Okay, bitteschön. Ja? Omega-3 plus Hirnentwicklung plus Aminosäuren am Morgen, das ist meine Nahrung, Leute. Danach kann kommen am Tag, was will. Er hat kaum mehr Appetit, er will kaum was anderes essen, weil er ist zellulär gesättigt, ja. Morgens die Fettverdauung angekurbelt, indem man Chlorella kaut, da ist Omega-3 drin, da ist Q10 drin, da ist Astaxanthin drin. Da sind all diese Wunderstoffe drin, von denen ihr redet. L-Glutamin für die Darmschleimhaut, da ist alle B-Vitamine, das ist ein B-Komplex. Ihr habt 60% Eiweiß, das ist eine Aminosäure. Guckt euch den kleinen Jungen an, der ist vollkommen roh, vegan und so. Guckt euch den mal an, wie der aussieht, Leute. Er ist größer, überdurchschnittlich groß, stark, intelligent. Also das sage nicht ich, das sagt der Kinderarzt. Guckt euch doch mal an, was ein Prachtkerl. Okay, was haben wir noch? Wir haben noch ein Stick. Natürlich die Basis. D3. Vitamin D3 plus K2 plus E plus A. Damit Retinol gebildet werden kann, braucht der Körper auch die Kofaktoren E und A, Leute. Nicht vergessen, gebt euren Kindern nicht nur Vitamin D. Vitamin K, ganz wichtig für den Kiefer, bei den Frauen für das Becken. Das heißt, wir haben heute ein großes Problem bei den Frauen, dass alle Kaiserschnitte machen müssen, weil die Becken zu klein sind. Okay, W3. Aufpassen, Pipette nach unten. Gut. Ja, spielerisch machen, Leute, spielerisch. Früher haben wir es so gemacht, dass wir die Chlorella auf den Tisch gelegt haben. Wollen wir einmal zeigen, wie wir früher gemacht haben. Wir haben so gegessen, wie die Tiere essen. Mmh. Ja, geht das Ganze spielerisch an, Leute. Es muss ein Hobby sein, es muss Spaß machen und es muss lecker sein. Und vor allem so früh wie möglich damit anfangen. Gewonnen. Okay, was haben wir noch? Sticks. Leute, diese Sticks kommen bald in den Online-Shop, die sind die Rettung für die Menschheit. Wir machen immer Folgendes zusammen, wir aktivieren die zusammen. Aktivieren. Und jetzt kneten. Also, diese Sticks, während er sie aktiviert. Ich will runter. Ja, noch ein Stick und dann noch ein Smoothie, dann gehen wir, ja? Aber das ist okay. Okay, ich mach's sauber. Also, die Sticks enthalten kolloidale Mineralien, Lithium, Gold, Kupfer, Eisen, Selen, alles, was ihr braucht für eine gute Gesundheit. Schaut es euch mal an, aktivieren. Und sie enthalten das in kolloidaler Form. Das heißt, wird über die Mundschleimhaut aufgenommen. Und der neue Stick hat jetzt 1 Gramm Vitamin C, Camu Camu und Baobab drin. Das heißt, der Kleine liebt das. Wir machen noch ein bisschen aktiver. Durch das Aktivieren sorgen wir dafür, dass Kolloide gebildet werden. Kolloide ist das, was ihr kennt von denen hier. Von unserem Freund hier, Angel Juicer. Wenn die Gemüsesäfte frisch entsaftet, sind die Mineralien kolloidal. Man nennt es in einem Schwebezustand. Die gehen über die Mundschleimhaut, werden sie schon aufgenommen. Die Resorption über die Mundschleimhaut ist nach intravenös die stärkste Resorption, die wir haben. Okay, Stick. Mmh, lecker, 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 lecker. Und als Highlight, als Belohnung gibt es danach einen Shake. Den machen wir jetzt nicht frisch, den haben wir gemacht. Was haben wir reingemacht? Acai, wieso Acai? Acai, eine der fettigsten Beeren, allgemein eine Fettfrucht. Ihr wisst, ich bin ein großer Fan von Fetten. Schaut euch mein Fettvideo dazu an. Und wir haben
Banane rein, damit er ein bisschen süßer hat. Banane könnt ihr rein, Orange rein, Apfel rein. Ihr wisst, ich bin kein Fan von Obst, aber als Belohnung, dass er so ein stabiles Holen. Noch ein. Wir essen manchmal auch zwei oder drei von diesen Sticks morgens. Wir lassen es uns richtig gut gehen, Leute. Das ist ein Frühstück. Frühstück, wie der Name schon sagt, bedeutet etymologisch von der Wortwurzel her früh und Stück. Das heißt, man isst von Frühs ein kleines Stück. Wir haben jetzt hier sowas gegessen, ein bisschen Chlorella, ein bisschen Fett, ein paar Stücke Smoothie, ist wie Obst. Und dann haben wir ein echtes frühes Stück. Worauf wir jetzt hinausarbeiten, ist noch das hier einzuarbeiten. Heute haben wir schon angefangen, ein paar kleine Wildkräuter zu knuspern. Labkraut. Willst du? Blattkraut, Bärlauch, Taubnessel. Ah, was ist das? Ein Gänseblümchen. Kann man nämlich auch essen. Ja, hier. Das darfst du essen. Mmh, lecker. Ich esse Blattkraut. Und schmeckt richtig lecker, oder? Gewöhnt eure Kinder früh an die Natur, gebt ihnen alle nötigen Potenziale mit, das ist gut für euch. Das Kind ist besser drauf, das Kind ist intelligenter, das Kind hört besser, das Kind ist weniger krank. Das sind alle Stressfaktoren für euch, die reduziert werden. Ihr habt ein schönes, gesundes, glückliches Kind, das am Anfang etwas Durchsetzungsvermögen bedarf, das alles zu etablieren, das ist ein Programm. Aber wenn Mama und Papa zusammenarbeiten, läuft es. Mama und Papa sagen was, dann hat das Kind keine Chance, oder? Okay, noch ein? Das ist das Beste, Leute, wenn die Kinder schon so weit sind, das einzufordern. Papa, ich will Gold, Papa, ich will Jod, Papa, ich will Omega-3. So muss es morgens heißen. Nicht Papa, ich will Cornflakes, Müsli, Schrott, sondern ich will was Gesundes, Leute. Da steckt eine richtige Arbeit dahinter. Wir sind da sehr diszipliniert gewesen, schon in der Schwangerschaft angefangen und seit der Geburt ihn an die Sachen gewöhnt. Wenn ihr es nicht gemacht habt, kommt zu mir in die Beratung. Ich sag euch, wie ihr den von den Süß wegbekommt. Leute, ich kann nicht mal mehr eine Banane essen, weil das alles so überzüchtet ist. Oh, gut. Achtung, andere Seite. Und los! So, und kannst du danach einmal zeigen, was ein Turbogang du dann einlegen kannst? Zieht euch das mal rein, Leute, wie schnell der jetzt ist. Der hat jetzt Gold genommen und zeigt mal, was los ist. Und los! Wow! Wow, ist der schnell! Wo ist er denn überhaupt? Der ist komplett weg. Boah, da ist er wieder! Okay. So, was hatten wir noch in dem Smoothie drin? Buchweizen. Buchweizen lassen wir hier keimen, schön morgens auf der Bank. Das heißt, wir haben hier ein hochpotentes Nahrungsmittel schon gleich am Morgen, was die Enzyme bringt. Das bringt die Frische mit und die Enzyme, Leute, die brauchen einen lebendigen Aspekt morgen. Da ist das Licht drin. Das Licht, das sie hier aufgenommen hat, das Licht, was er tagsüber kriegt im Kindergarten, hat auch seine Pflanzen geprägt. Und das ist der Schlüssel, weil er braucht die gleichen Informationen. Er braucht seine Immunantwort, wird hierdurch platziert. Welche Lichteinflüsse? Noch ein? Okay, komm. Danach Omega. Danach Omega? Ja. Leute, nächster wichtiger Fakt in Sachen Kinderernährung, Kindererziehung. Bitte, 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 gib den Kindern die Superfoods, die sie einverlangen. Oft kommen Eltern zu mir und sagen, mein Kind hat jetzt 3 Chlorella gegessen, darf auch noch 4 essen? Ja, macht's auf. Wenn das Kind 5 essen will, gib dem 5. Wenn es eine schlechte Erfahrung hat, mal Durchfall bekommt, wird es das schon merken und das ist überhaupt nicht schlimm. Okay. Und los. Also, gib dem Kind die gesündesten Sachen der Welt, ja? Sprossen, ja? Wildkräuter, hochdosierte Bananen. Oh, das ist zu schnell geworden. Und vor allem, wir haben was vergessen, Turboman. Turboman hat Transferfaktoren vergessen. Was machen wir Transferfaktoren? Zeig mal her, wir kauen sie. Ja, wir kauen sie. Ich sehe Leute, er ist süchtig danach, weil sie einfach extrem gut sind. Oh! Oh oh, Turboman! Yes! Also Leute, es macht viel Sinn, seine Kinder frühzeitig mit genug Superfood zu versorgen. Seid verantwortungsbewusste Eltern, Leute. Vernachlässigt ruhig euch, aber vernachlässigt nicht eure Kinder. Damit macht keinen Spaß. Das gefällt mir überhaupt nicht. Die Kinder heutzutage sind sowieso schon mit Nährstoffen so arm dran. Noch ein. Den ist er für Papa. Ich will auch einen. Wir teilen uns. Also Leute, vernachlässigt nicht eure Kinder mit Superfoods, im Gegenteil, gebt dafür Geld, das sind alles sehr hochpreisige, hochwertige Sachen. Hier gibt es alles bei uns im Shop, was ihr Interesse habt. Ich habe jahrelang damit gearbeitet, mir die Besten rauszusuchen und das ist das Ergebnis. Das heißt, Norsan-Algenöl, sehr gute Qualität, wird von Professor Spitz empfohlen. For Life ist das Beste, was das Immunsystem geben kann. Das sind die sogenannten Transferfaktoren. Schaut euch das mal die Sekunde. Chlorella von Algomet, nur von Algomet, sonst ist es vergiftet. Vitamin D3 plus K2 plus E plus A wegen der Bildung von Jod und anderen Mineralien. Nein, das muss erst aktiviert werden. Erst eine Minute aktiviert. Okay, mach. Okay. So, wir genießen weiter unser Frühstück. Darf ich?
Kannst du ihn aufmachen? Ganz kurz, ich sag mal den Leuten Ciao. Komm, wir sagen den Leuten kurz Ciao. 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 Macht's gut, Leute, und kümmert euch um eure Kinder. Ciao. Wenn ihr wollt, dass eure Kinder glücklich und gesund alt werden, versorgt sie schon in jungen Jahren mit Gemüse und zeigt ihnen, wie man Säfte presst. Das ist eine Ausbildung für ein Kind, Leute, das die Zukunft des Planeten darstellen kann. Ihr müsst euch fragen, wie ist die Gesellschaft zukunftsfähig? Nein, wir werden nicht aussterben. Es wird in Zukunft gesunde Menschen und Kinder geben und wir arbeiten daran, diese Kinder auszubilden. Es geht nicht, gibt's nicht. Das werden wir gleich mal ändern, Leute. Deswegen ganz, ganz wichtig am Morgen, Leute. Ja, ich helfe dir gleich, mein Schatz. Nehmt die Sprossen, entsaftet sie. Nehmt etwas Gemüse entsaftet ist, macht vielleicht noch einen Apfel dazu, damit es dem Kleinen schmeckt. Und dann ist alles gut. Ciao. Eine Mandarine reingemacht. Ich habe ein bisschen. Ist süß, ja? Ist schon süß. Ihr wisst, ich bin eigentlich kein Fan von Früchten. Bei den Kindern ist es erlaubt. Sie essen dafür keine anderen Süßigkeiten. Deswegen sind Banane und Mandarine erlaubt. Aber esst es nicht zu viel. Die Zucker oder besser gesagt auch Obst führt zu Wachstumsstörungen. Es führt zur Bildung von AGEs, Advanced Glycation End Products. Das heißt, eine Verzuckerung der Eiweiße findet statt. Das heißt, das Kind wächst nicht richtig, kriegt Karies und Probleme. Papi, darf ich noch ein Steak? Mhm. Oh, das ist noch eine Packung, siehst du? Oh ja. Ich will auch eine haben. Diese? Ja, diese. Das sind seine Lieblingssachen und jetzt fragt euch mal wieso. Das ist nicht vegan, aber es sind Transferregulatoren, die aus dem Kolostrum von Kühen gefiltert werden. Diese Kühe, die wachsen noch in einem strahlungsfreien Umfeld auf, weg von Elektrosmog und essen nur sind gesunde die Sachen. Die sind vegan, ganz genau. Milch. Ein 3,5-Jähriger redet schon. Milch. Die sind für dich vegan, die darfst du schon essen. Mhm. Ja. Ich helfe dir, komm. Ihr müsst euch überlegen, Leute, wollt ihr ein stressfreies Kind, dass ihr glücklich und froh seid, dass das Kind möglichst wenig krank ist, dass das Kind möglichst intelligent ist? Bis bald. Nein, lass mich noch ein, zwei Sätze sagen, ja? Ich helfe dir beim Soll ich? Okay. Wollt ihr ein Kind, das möglichst sich quasi gut entwickelt, das gesund ist und verantwortungsbewusst mit der Ernährung des Kindes umgehen, Leute, dann supplementiert mit dem Kind genau die Sachen, die ich gesagt habe. D3, Omega-3, K2, Vitamin C und ein Multimineral- und Multivitaminkomplex ist ganz wichtig. Wenn ihr High-End machen wollt, steigert den IQ eures Kindes nachweislich mit Gold. Also darf ich natürlich nicht sagen, dass ihr es einnehmen sollt. Wir machen das hier. Mr. Roy ist ja auch ziemlich verrückt. Ihr seht ja, das Kind ist auch ziemlich verrückt und abnormal. Völlig abnormal. Ja, wenn ihr ein normales, durchschnittlich gesundes Kind haben wollt, macht das natürlich nicht. Ja, wenn ihr aber die vollen Potenziale von euch oder eurem Kind entfalten wollt, unterstützt es da, wo ihr nur könnt, Leute. Und seht es tatsächlich als Investition in die Zukunft. Viele fragen mich damit, ey, wieso machst du eigentlich Kinder in so einer Welt? Da sage ich, ey, wenn ich nicht die Kinder in dieser Welt mache, was passiert dann wohl mit dieser Welt? Deswegen, gerade ihr, die hier zuhört, schafft Kinder, Leute. Wenn die Klügerin immer nachgeben wird, die Welt irgendwann von dumm regiert. Und das wollen wir natürlich nicht. Und deswegen bin ich tatkräftig dabei, die Welt mit einigen gesunden Kindern zu unterstützen. Ihr könnt auch Kinder adoptieren oder Kinder aus eurer Umgebung nehmen und die gut ernähren. Hauptsache, ihr bringt euren Kindern bei, eine gesunde, vegane Lebensweise zu pflegen. Und wenn Mama und Papa mitspielt, dann spielt der Kleine immer mit. Er stellt nichts in Frage. Wir essen zusammen die ganzen veganen Sachen. Mama und Papa sagen, es gibt nur vegan, dann gibt es nur vegan. Er kriegt dafür natürlich eine High-End-Rohkost und Süßigkeiten wie das hier, die wir ihn selbst machen, auch Schokoladen etc. Ja, das ist gar kein Problem. Auch wenn mal eine Ausnahme dabei ist, also er hat bestimmt auch schon mal ein Stück Milch. Omega-3, Chlorella, Spirulina kann das Kind nicht zu viel essen, besonders wenn es es schon gewohnt ist, Leute. Es gibt eine natürliche Sperre, das heißt, der Magen hat sogenannte Sättigungsmechanismen und bestimmte Rezeptoren, die dem Kind schon signalisieren, aha, jetzt ist es genug. Das Schöne, das Kind isst dann am Tag nicht viel, wir gehen jetzt gleich in den Kindergarten, das Glück ist, der ist da gleich auf der anderen Seite. Im Kindergarten gibt es vegan, glutenfrei. Ich weiß nicht, was ein Glück wir hatten, dass auf der gegenüberliegenden Seite sowas umgesetzt wird. Ich gehe dann ein bisschen joggen. Wie gesagt, jeden Morgen, Leute, schaut euch dazu mein Programm an. Aber jetzt geht's erstmal um die Kinderernährung. Und die Kinder sind die Zukunft. Das heißt, investiert in eure Kinderernährung. Das ist jetzt mein Großer. Ich habe mir noch ein kleines Baby. Mit dem machen wir es genauso, Leute. Diese Kinder sollen möglichst alles auf den Weg bekommen, was uns verwehrt wurden. Ja, möglichst keine Impfungen, möglichst gesunde Ernährung, möglichst Auslauf, möglichst gutes Wasser. Stellt euch vor, was wäre mit mir passiert, hätten meine Eltern mich so erzogen, denke ich mir immer die ganze Zeit. Ja, schaut in die Augen.
Was für eine Weitsicht, was für eine Potenziale da rausstrahlen, Leute. Stellt euch vor, ihr wüsstet, ihr könnt im besten Gewissen euren Kind alles mitgeben, was ihr wusstet zum aktuellen Stand. Am Anfang ein bisschen Durchsetzungsvermögen haben, weil wenn das Kind sich wehrt, muss man zu seinem Besten es natürlich durchsetzen. Und alle, die Angst haben, dass ihr Kind eine Mangelernährung leiden könnte, liegen falsch, wenn sie sich auf diesem Kanal etwas umschauen und ihr Kind richtig mit diesen Supplements zu ballern, wie man heutzutage sagt. Also es geht wirklich darum, jeden Morgen ein Ritual daraus zu machen. Wir machen dieses Spiel jeden Tag. Oh, schön, kann ich auch. Bisschen hochhalten, die Pipette. Und rein. Ja, es geht nicht darum, dass ihr euer Kind jetzt ein Überflieger werden muss. Es reicht schon, wenn es ganz normal seine vollen göttlichen Potenziale leben könnte. Ja, es reicht schon. Also es ist hier nicht irgendwie was... Aber das mach ihn auf. Ein Stick, ja. Ja, es geht darum, dass das Kind versorgt ist, Leute. Das Kind braucht 2-3 Gramm Vitamin C am Tag. Ein Stick hat 1 Gramm. Es braucht für seine Zähne, für sein normales Wachstum, für seine Knochen, für seine Kiefer, für sein Gebiss, braucht es Vitamine und Nährstoffe. Bitte vernachlässigt das nicht. Ich stelle den kleinen Jungen deswegen zur Schau, weil mir das sehr am Herzen liegt. Die Zukunft der Menschheit ist für mich ein Riesenthema. Und ich sehe viele Kinder und Eltern, was sie für katastrophale Fehler machen und möchte mit diesem Video dazu beitragen, dass sie über diesen süßen Jungen lernt, wie man ein Kind ordentlich ernährt. Und dass ihr vielleicht mir ein bisschen zugehört habt und vielleicht etwas davon aufnehmt und es euren Freunden und Familienmitgliedern weiterschickt. So sieht dein Frühstück aus. Wir sind fertig. Willst du noch was trinken? Ich möchte noch was. So, Leute, was? Omega-3, aha. Also, man nennt das Baby-Led Weaning. Das Kind weiß automatisch, was es am besten ist. Wenn es Omega-3 haben will, kriegt es Omega-3. Wenn es Transferfaktoren haben will, gibt es Transferfaktoren. Wenn ihr nur gesunde Sachen hinstellt, gewöhnt sich... Oh, cool, Omega-3, danke dir. Da gewöhnt sich das Kind irgendwann daran. Ihr seht, ich lasse ihm auch die Haare wachsen. Er sieht ein bisschen zerzaust hier aus. Wir gehen gleich in den Kindergarten, dann mache ich mir doch mal ein bisschen deine Haare. So kannst du natürlich nicht rausgehen, mein Schatz. Aber ja, es fordert die Sachen ein und nimmt sie selbstständig. Das ist natürlich die Entwicklung, die man sich wünscht, Leute. Irgendwann kommt dann der Kleine zum Papa und sagt, Papa, nimm Einstein Superfoods. Leute, das ist die Erziehung, die ich mir wünsche. Und die das Beste für die Erde und für die Menschheit ist. Dieser kleine Körper hat jetzt alles. Ich kann guten Gewissens aus dem Haus gehen. Ich weiß, egal was er heute isst, die Zelle ist ja gesättigt. Auch wenn er jetzt ein Stück glutenfreies Brot ist oder glutenfreie Nudeln. Papa. Oh, Freundchen, das ist aber nicht so toll gelaufen. Wir müssen doch gleich in den Kindergarten. Zu seiner Entwicklung, also die Ärzte sagen, er wäre sehr gut entwickelt. Er ist überdurchschnittlich groß, überdurchschnittlich intelligent. Er kann mehrere Sprachen, spricht schon 3 Sprachen. Und ich habe auch Eier gegessen. Du hast ein Ei. Gestern hat er ein Ei gegessen. Also er kam mit einem Ei in der Hand, dann hat er von der Nachbarin bekommen, hat reingebissen. Dann habe ich ihm erstmal ein Video gezeigt, wie die Eier produziert werden. Was und sind ich habe seinen Kopf abgebissen. Ja, du hast das Kopf von einem Tier abgebissen. Sowas macht man nicht. Sowas macht man nicht. Leute, eine gewisse Strenge in der Erziehung ist ganz wichtig, dass sie ihnen ganz klar signalisiert, Tiere essen wir auf gar keinen Fall. Tiere essen wir auf gar keinen Fall. Und da gibt es auch keine Diskussion. Und da ist wichtig, dass Mama und Papa auch eine gleiche Linie fahren, dass der Kleine sieht, oh mein Gott, was habe ich da Schockierendes gemacht. Dann zeigt mir ein paar schockierende Bilder und dann wacht er auf in der Realität. Weil diese illusorische Welt, in der wir leben, dass wir einfach Tiere aufessen, ist barbarisch und Satanismus pur. Die Leute, die sich beschweren, dass die Satanisten die Kinder schänden und die Kinder aufessen und die Zirbeldrüsen entsaffen, um Adrenochrom zu generieren und die selbst Fleisch essen, die sind genau auf den gleichen Level. Okay, wir gehen in den Kindergarten. Hafenschatz, euch gefallen und ein bisschen inspiriert, Leute. Wir wünschen euch einen schönen Tag und alles Liebe. Tschüss. Tschüss. Danke fürs Zuschauen. Und wenn ihr Lust auf mehr Gesundheit bekommen habt, besucht uns doch in der Rocosteria in Frankfurt. Lasst euch kulinarisch verführen und geschmacklich verzaubern. Macht einen Bio-Vital-Scan und wir stellen euch einen individuellen Ernährungsplan zusammen, der genau an eure persönlichen Bedürfnisse angepasst ist und auch nur die speziellen Superfoods enthält, die ihr auch wirklich braucht. Schaut euch einen unserer Videokurse an oder bestellt euch einen rohveganen Ernährungsplan, um noch mehr Energie in euren Alltag zu bringen. Wir haben euer Interesse geweckt. Lest am besten eins meiner Bücher für noch mehr Hintergrundinformationen. Ihr wollt loslegen? Startet am besten morgens gleich mit frischem, basischem Aquion-Wasser und geht euch draußen an der frischen Luft ein paar Wildkräuter sammeln, die ihr dann in eurem Angel Juice entsaftet. Genauso könnt ihr auch frisches Weizengras nehmen, das wir bei uns in der Rohkosterie anbauen.
Treib Sport in Parkanlagen oder Wäldern und nutzt unser Magnesium-Spray, um euch nach dem Duschen mit noch mehr Energie aufzuladen. Verreibt ätherische Öle von Young Living auf eurer Haut, zieht Sprossen, macht Darmspülung und entspannt euch auf der Seragym Infrarotliege. Erdet euch mit TerraPro und schützt euch vor elektromagnetischer Strahlung mit dem Vita-Chip. Fahrt zum Blue Room nach Weimar und macht Rohkosturlaube in den Tropen mit uns und unserer Crew. Besucht ionisierte Salzkrotten, meditiert und entfaltet eure Göttlichkeit, denn dann braucht ihr nichts mehr von all dem, sondern seid mit euch selbst vollkommen in Einklang und zufrieden. Auf dem Weg dahin möchte ich euch weiterhin unterstützen und deswegen würde ich mich sehr über ein Abonnement freuen und wenn ihr weiter dabei bleibt für das nächste Video. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit, euer David. Alle Links für die Produkt- und Anwendung findet ihr unten in der Infobox.